topic last few years, a creative, a sacred art, and also, you know, because very much that I feel that life is very much part of creativity, and the creativity is very much part of our spiritual practice. Und einer der wichtigsten Gründe, aus dem ich dieses Thema, mich diesem Thema in den letzten Jahren vermehrt zugewandt habe, ist, dass eben diese heilige Kunst der Kreativität sozusagen Teil unseres Lebens ist, und Kreativität ist auch Teil unseres spirituellen Weges. So the word, like I use word sacred art, awakening the sacred art. Ich nutze diesen Begriff, die heilige Kunst zu erwecken. And not limiting the concept of art as only like most commonly known as like a painting or music or something like that, but also very much like a life. Life itself is art. Um halt unsere Vorstellung von Kunst, die wir von Kunst haben, nicht zu beschränken auf das, was wir uns gewöhnlicherweise darunter vorstellen, wie Bilder malen und so weiter, sondern das Leben selbst zu führen in einer tiefgründigen Weise ist Kunst. So basically not limiting the concept of art in one single thing. Das bedeutet also, die Idee, Vorstellung von Kunst nicht auf eine Sache zu beschränken. But it includes everything. Sondern stattdessen zu sehen, dass diese Kunst alles umfasst. And for sure it includes the, you know, music and the paintings and writings and everything. Und natürlich eben auch die Musik, Malen, Schreiben, all das. In Tibetan we have a term called Tinle. Auf Tibetisch gibt es den Begriff Tinle. And many of you are who are practicing with me for many years, when we do the Tibetan sound healing, we say the fifth one, when we say za, the action, so that action is also very much related to the creativity. Und diejenigen, die mit mir schon seit einigen Jahren studieren und praktizieren, kennen auch die Praxis der Heilung durch Klänge, und der fünfte dieser Klänge, der Klang Sa, ist steht sehr stark im Zusammenhang. So in a way like anywhere from where you live your life with effortless, with spontaneity, with a flow, a flowing with the circumstances in the life, rather than flowing against every situation in the life. So that's kind of also a basis of art. Und dieses mühelose und spontane Fließen mit den Gegebenheiten und den Umständen, statt sich gegen sie zu stemmen, ist Teil einer Kunst oder ist Kunst selbst. So the Tinle, when we say Tinle, enlightened activity, which is also known when the in the concept of Dharma, in Dharma the concept is when somebody achieve a Buddhahood, final liberation, and the commitment was to achieve Buddhahood. Commitment was when I achieve Buddhahood, I will do service or I'll help guide other people. So this is like a commitment of compassion. And so when somebody I'm talking about the theory here, when somebody achieved the Buddhahood, then the commitment to help, it's very spontaneous. It's not like they have an agenda, they have to go to sign up in some office saying, what is my work, what is my task? No, everything seems like a more come with moment to moment, is a spontaneity, no? And dieser Begriff Trinle, das bedeutet erleuchtete Aktivität, erleuchtetes Handeln, bezieht sich darauf, dass wenn jemand Buddhaschaft verwirklicht hat und letztendliche Befreiung erlangt hat, das verbunden ist mit dem Versprechen, das man sich selber gibt, dass wenn man Buddhaschaft erlangt hat, Befreiung erlangt hat, man das tut, um dazu in der Lage zu sein, allen fühlenden Wesen, allen Wesen helfen zu können. Das ist also ein Versprechen, Mitgefühl
auszuüben oder auszuleben. Und ich spreche, sagt Rinpoche, über Theorie, also wenn jemand Buddhaschaft verwirklicht hat, dann geht das einher mit dem Versprechen, anderen zu dienen, andere anzuleiten und anderen zu helfen. Und zwar auf eine ganz und gar spontane, sich entfaltende Weise. Da braucht es keinen Stundenplan oder keinen Arbeitsplan, den man in seinem Büro erstmal anschauen müsste und gucken müsste, was steht an, was muss ich erledigen, sondern diese Art von Hilfe und von erleuchteter Handlung entfaltet sich spontan. So, awakening the sacred art and the enlightened leadership or enlightened service, so in that sense they are very much connected to each other. Mm. Und natürlich ist in diesem Zusammenhang eben auch eine starke Verbindung zwischen der heiligen Kunst oder der Heiligkeit der Kunst und dem, was wir unter erleuchteter Führung und erleuchtetem Dienen verstehen. So as a Lama of Dharma, so of course I'm very interested in the topic in a sense related with the creativity, leadership, which is very strongly tied with my own spiritual development. If it's not very deeply tied with my own spiritual development, if it's just creativity, like any creative person will create a big piece of art and very fancy art, then I'm not particularly interested in that, you know. So it's like more for me, it's very much my spiritual practices, those you understand, whatever that means to you. If not, your personal development, which is, I think, for me, very close to your spiritual development, that personal development is very strongly tied with your work, creativity. So that's relationship is important. Und natürlich für mich als Dharma-Lehrer ist die Entwicklung der Kreativität ganz eng geknüpft daran, dass man wirklich lernt, Führung zu übernehmen, und zwar im dichten, nahen Zusammenhang mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, und zwar der spirituellen Entwicklung von uns selber. In Bezug auf einfach nur des Schaffens eines grandiosen Kunstwerkes, das ist schön und gut, aber das ist nicht mein Fokus und das ist nicht das, was mich am meisten dabei interessiert. Mich interessiert wirklich die Entwicklung in Bezug auf die spirituelle Praxis, und auch für diejenigen unter uns hier heute, für die das nicht so wichtig ist, liegt dann der Fokus vermehrt und verstärkt auf der persönlichen Entwicklung, die wiederum für mich, aus meiner Sicht, sagt Rinpoche, einfach untrennbar verbunden ist, ist auch mit der spirituellen Entwicklung, und das wiederum strahlt aus in unserer Arbeit, wie wir kreativ in unserer Arbeit wirken können, in unserem täglichen Leben wirken können. So, enlightened activity comes from connecting to the source. Und erleuchtete Handlung ergibt sich aus der Verbindung zur Quelle. A sacred art manifests from the source. Und die heilige Kunst erhebt sich aus dieser Quelle oder entsteht. And living life fully also connected with the source. So connected with the source means connected to yourself. Und voll und ganz zu leben kommt auch aus der Quelle heraus. Das bedeutet, es ist wichtig, immer zu seiner eigenen Quelle, zu sich in Verbindung zu stehen. So, expressing and manifesting your higher self. Tatsächlich sein höheres Selbst auszudrücken und sich entfalten zu lassen. I think that is a simple way to put it. So kann man es einfach sagen. And maybe so, what does that mean, you know? What does that mean? Was right? Könnte das bedeuten? Okay. So, we can talk about what the other side means. Wir können darüber sprechen, was das Gegenteil bedeutet. Okay. Look at what the other side means. Not your highest aspect of yourself, but your worst aspect of yourself. Betrachten einfach mal, was ist, wenn sich das Gegenteil eben nicht unser höchster Aspekt unserer Selbst, sondern der schlimmste Aspekt unserer Selbst entfaltet. You're trying to build a relationship with somebody by expressing your sadness. Wenn wir zum Beispiel zu jemandem in Beziehung treten, dadurch, dass wir unsere Traurigkeit ausdrücken. You're trying to earn the love of somebody by expressing your frustration.
Und indem wir versuchen, jemandes Liebe zu gewinnen, dadurch, dass wir unsere Frustration ausdrücken. Or you're trying to negotiate somebody by expressing your greediness. Oder mit jemandem zu verhandeln, dadurch, auf der Grundlage, dass wir ausdrücken, wie gierig wir sind. Or you're trying to relax somebody by expressing your agitation. Oder jemanden like angry parents. Jemanden zu beruhigen, dass jemand sich entspannen kann, dadurch, dass wir unseren Zorn ausdrücken, wie zum Beispiel als erboste Eltern. So basically everything you do, it's a wrong thing trying to get the right thing back to you. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir so handeln, einfach immer das Falsche tun oder nicht das tun, um das zu kriegen, was wir uns wünschen, sondern das Gegenteil von dem tun. You're trying to be happy life. Versucht glücklich zu sein im Leben. But everything you're doing is not making you happy. Aber das, was wie man handelt, führt dazu, dass man nicht glücklich ist. Neither making anybody happy. Und niemanden glücklich so, but macht. It's just because what you're expressing is not coming from the right place. Denn was man da ausdrückt, kommt nicht aus dem richtigen, aus der richtigen Quelle heraus. A good relationship is when you bring out of somebody the best out of somebody. Eine gute Beziehung zeichnet sich dadurch auf, dass man das Beste hervorbringt aus jemandem. A person who is crying and sad and with 5 minutes with you, you try and you see a smile in that person. Jemand zum Beispiel, der wirklich traurig ist und weint, wenn der 5 Minuten mit uns verbringt, dass er lächeln kann wieder. A person who is angry and agitated and maybe you spend a little time with that person and you're trying to see calmness and some kind of connection with that person. Und jemand, der wütend ist und zornig, in der Verbindung mit uns plötzlich Ruhe spürt und Verbindung. So for sure, we know how important it is in any relationship. How important it is. You say, just what how I want to have a relationship with this person is how I can bring the best out of this person, because there is a lot of good quality in their people. Also, das ist ja ganz klar, dass wir versuchen, Beziehungen zu führen, in denen sich das Allerbeste aus den Personen zeigen kann. Denn es ist ganz unzweifelhaft, dass jeder grandiose Qualitäten hat in sich. So no matter how difficult it is, no matter how painful it is, no matter how confusing it is, there's always the best in the situation. And you have to find to bring it out in the other people and in yourself. If you do that in yourself, that's more like a higher aspect of yourself that you're expressing or you're manifesting, and that is the gift of that moment in your life, you know. Und das bedeutet, in dieser Beziehung, egal wie schwierig es in diesem Moment ist, wie schmerzhaft wie es, wie chaotisch oder konfus es sein mag, ist immer zu versuchen, das Bestmögliche aus sich selbst und aus dem anderen sozusagen hervorzubringen, hervorzuholen. Das ist dieser Aspekt, den wir in dem Moment wirklich auch als Geschenk des Momentes für uns betrachten können. Of course, it seems like a kind of very important that being very open to the possibility and being having some plans, not too much plan, not too rigid plans, not too painful plan, not fearful plan, but to a little bit more open, but little plan, but maybe minimum plan. Then you tap into a moment-to-moment infinite possibility, because you see all the things possible. And if you're open, you tap into that right that moment. From your highest aspect of yourself, tap into that. You're more likely notice and see that because you're open, and or you're more likely not open, not see, only waiting for some painful event to occur, because that's all what you want in life, and you're looking for. Even there's an incredible, beautiful thing, but you're looking for somebody to look at you not nice way, and that's good enough reason for you to be spoil your evening. No. And that's sometimes people do that all the time. Und darum scheint es wirklich, oder wird klar, wie wichtig es ist, die Offenheit, in der Offenheit, die man entwickelt, wirklich zu merken, was alles möglich ist. All die vielen, vielen Möglichkeiten wirklich auch zu erkennen, plus einige
Vorstellungen oder Ideen auch zu haben von dem, was man machen will, einige Pläne zu haben. Das bedeutet eben nicht zu viele Pläne zu haben oder zu starre Pläne zu haben, zu schmerzhafte oder rigide Pläne zu haben, sondern sozusagen so ein Minimum an Planung zu haben und dann mit diesem Minimum an Planung offen hineinzugehen in eine Situation und zwar sich selbst auch seiner eigenen Quelle gegenüber zu öffnen und dadurch in der Lage zu sein, Möglichkeiten, die dort vorhanden sind, in dem Moment, wo man sich gerade befindet, auch wahrnehmen zu können. Das bedeutet, diese Offenheit sich selber gegenüber, der eigenen Quelle gegenüber, führt dazu, dass man in dem Moment, in dem man gerade ist, beginnt, die Möglichkeit hat oder die es wahrscheinlicher ist, dass man die Möglichkeiten, die sich dort, die man dort ergreifen könnte, sich zeigen und man die erkennen kann und sie dann auch nutzen kann. Wir kennen das alle, dass eigentlich man im Prinzip weiß, dass alles möglich ist, jederzeit. Unglaublich tolle Dinge möglich sind jederzeit und trotzdem wir selbst im schönsten Moment nur darauf warten, dass jemand uns irgendwie blöd anguckt und wir damit einen wundervollen Abend vernichten vernichten. Und das ist etwas, was nicht besonders toll ist und was uns nichtsdestoweniger dauernd passiert. Very long, huh? Sorry, bitte. And also the aspect of creativity is also not only what we create, but who is creating it. Und in Bezug auf den Aspekt der Kreativität geht es auch nicht nur darum, was man erschafft, sondern wer etwas erschafft. Because I think that is very important in das the ist here. Okay? Wirklich sehr wichtig in diesem Zusammenhang. For example, the concept of living life fully. Wenn man zum Beispiel diese Vorstellung davon hat, das Leben in ganzer Fülle zu leben. In Samsara, I think it's good to live life fully. In Samsara ist es wirklich gut, das Leben voll und ganz zu leben. As long as it's there to do it. Solange man die Möglichkeit hat. So in order to live life fully, it's important to know who you are. Um das tun zu können, ist es notwendig zu wissen, wer man ist. So for example, a business person, jemand zum Beispiel, der Geschäftsmann oder Geschäftsfrau ist, who is good at business, und der wirklich gut ist bei seiner Arbeit, and his point of view, her point of view, which is making, you know, profitable, und in, aus seiner Sichtweise oder ihrer Sichtweise heraus wirklich dann auch Profit, and identifies oneself with a business person, der identifiziert sich damit, Geschäftsmann oder Geschäftsmann, and maybe that person is his only a business person, not even a person. Und vielleicht ist diese Person für sich selber sowieso nur Geschäftsfrau oder Geschäftsmann, nicht mal eine Person. Maybe not a human being. Vielleicht gar nicht mal ein Mensch. Not for sure not kind person. Und sicher keine. I'm not saying always like that, but can be like that. That's what I'm trying to say. No. Also ich sage damit nicht, dass es immer so ist, aber es könnte. So if one person is living a full life as only one person, like a business person, nothing else, then that's not a very creative life. Wenn jemand also sein Leben nur aus dieser Position Geschäftsmann oder Geschäftsfrau zu sein in ganzer Fülle lebt, ist das kein besonders kreatives Leben. Could be very poor life. Irgendwie könnte das ziemlich ärmlich sein sogar. Unfulfilling life. Und unerfüllt. Not satisfying life. Nicht befriedigend. It could be, and many are like that. Es könnte sein und es gibt es oft. But it's not only like a business person, but could be like a parenting. You could be only a mother whole entire life. Muss nicht Geschäftsleute sein, sondern man kann only auch a father. Nur Vater oder Mutter sein. Basically, you can identify with one thing or few things. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns nur mit einer oder wenigen Dingen identifizieren. And that means you're not kind of able to in touch with your aspect of yourself, more wider sense of who you are. Your sense of very limited and your activity is very limited. Your joy is very limited. Und der Punkt ist, dass wir nicht mehr verbunden sind mit dem, was wir wirklich an Möglichkeiten sind, mit der ganzen Variantenreichtum, der uns eigentlich zur Verfügung steht innerlich. Stattdessen begrenzen wir uns auf eine ganz enge, kleine Position. Okay, think about one thing, okay? Wir stellen uns Folgendes vor. Think about, can you do one of the things, maybe next couple of months, can you do one thing, which is really fun, which is really, you will love it, but you never ever even dream of it.
Wenn wir uns vorstellen zum Beispiel, dass wir während der nächsten 2-3 Monate einfach mal was machen würden, was wir toll finden, was wir großartig finden, aber was wir noch nie gemacht haben, nicht mal dran davon zu träumen wagten. I'm not talking fun in a sense, just fun. I'm not talking about that. But learning, growth, joy, deepening your understanding of yourself. Many great qualities in that process. Can you think one? Ich spreche nicht einfach nur über oberflächlichen Spaß, sondern wirklich darüber, etwas zu begreifen, etwas zu lernen, innerlich zu wachsen und sein Verständnis für sich selbst zu erweitern. Kann okay, man maybe sich da was vorstellen? If you haven't even dreamt, maybe it's difficult to think this moment, right? Okay, what are you talking about, right? Okay. Falls man bislang davon noch nicht geträumt hatte, ist es vielleicht schwierig, sich das überhaupt vorzustellen und fragt sich, wovon spricht der? I can understand that. Ich kann das verstehen. Immediately having experiences of emptiness. Eine augenblickliche Erfahrung der Leere. Which you never had reading a lot of books on emptiness, a lot of teaching, transmission, initiation, you never had emptiness. Right this moment, bam. All die Bücher, die man gelesen hat über Leerheit, wo man immer das Gefühl hat, ich verstehe es nicht, aber in diesem Moment weiß man, was Leerheit bedeutet. Okay, so think about it another way. What about something that you dreamt, you thought, you wished, you even have tried, but never pursued? Wir denken einfach an etwas, worüber wir oft schon nachgedacht haben, was wir uns gewünscht haben, wovon wir geträumt haben, aber es nie ausgeführt haben. If you look inside, it's an interesting feeling, wir right? schauen wirklich in uns und gucken mal, was gibt's da? Something there. Interessant. Irgendwas ist bestimmt da. Irgendwas, was da blockiert ist. It would be great. Irgendwas, was toll wäre. Hard to imagine. Schwer vorzustellen. I don't think I can do it. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Too old. Ich bin zu alt. I don't have resources. Und ich habe auch nicht die Ressourcen dafür. Too strange. Aber es ist irgendwie komisch. I don't know. Bin mir nicht sicher. So many words and thoughts you can have, you know, in that. Da können sich so viele Worte und Gedanken einstellen dazu. But what I'm trying to say here is that's one aspect. You look at that, you can see this possibility of great expression of yourself, but unfamiliarity, fear is not allowing it. Aber es ist dieser eine Aspekt, den wir vielleicht zum Beispiel dann erkennen oder sehen und sehen, was das für eine großartige Möglichkeit wäre, sich selber auszudrücken. Aber da wir nicht damit vertraut sind und uns dafür fürchten, erlauben wir uns das nicht. It's not so much what you're trying to do or what you're trying to create. It's more about trying to be in touch with the one who is able to, or who feels able to, who is free to express it. It's more like a getting in touch with higher aspect of yourself in order to create something, rather than creating something without getting in touch with higher aspect of yourself. So the gain is not more connection to yourself, not it's what you product, I mean, which is kind of dangerous in the West. It's always about the product. It's not the producer, you know, losing connection to that aspect, you know, because it's always outcome, you know. Of course, it's there, but it's not the key thing. It's feeling, I can do it. Then maybe I don't have to do it, rather than living with, I can't do it. I am only one person, just a mother, this lifetime. Nothing, not, you know, it's so narrow the way you feel who you are, where you live your life, or the way you express, where you communicate. Very limited. So expanding that sense of self from that higher place is far more important than the idea of, oh, I have a project, I have an obstacle, I wanted to go to this weekend so I can finish my project. What project? Oh, it's a business project, whatever. No, don't come with that kind of ideas, you know. It's kind of wrong way of looking at here. Ich
sondern wir haben das, dass wir das Problem haben, dass wir gar nicht daran glauben, dass wir uns wirklich unbegrenzt ausdrücken können, sondern es geht eben nicht um das, was wir erschaffen in diesem Prozess, sondern vielmehr wirklich in Kontakt zu kommen mit unseren eigenen unbegrenzten Möglichkeiten und Qualitäten, aus denen heraus wir schöpfen können, mit unserem höheren Selbst. Dieses zu schöpfen aus unserem höheren Selbst ist viel wichtiger als das, was wir letztlich durch die Aktivität oder die Kreativität erschaffen. Es geht im Westen für uns ganz häufig immer vor allen Dingen um das Produkt, aber nicht die Quelle, aus der das Produkt stammt oder woher das produziert worden ist. Das ist eine Vorstellung, die bei uns sehr wichtig ist. Es geht immer nur um das Produkt am Ende selbst. Aber hier ist es wirklich umgekehrt. Hier geht es darum, Kontakt mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu schließen und in Kontakt damit zu kommen und auch das Gefühl zu entwickeln, frei zu sein, das ausdrücken zu können, das nutzen zu können und das tun zu können. Und auf diese Art und Weise wirklich einen echten Ausdruck seines höheren Selbstes eben sich entfalten zu lassen und sich nicht so unfassbar klein zu machen und so sehr zu begrenzen. Und das ist dann so, dass dieser Ausdruck der Möglichkeiten, der inneren Möglichkeiten und die Entfaltung der Möglichkeiten weit wichtiger ist als die Projekte, die irgendwie erledigt werden müssen oder gemacht werden müssen, wenn man sagt, was hast du dieses Wochenende vor, wo man dann sagt, okay, ja, ich muss das und das noch machen, dieses Projekt und so weiter. Es ist weit wichtiger, wirklich in Kontakt zu sein mit der Quelle dieser schöpferischen Kraft. Sacred Art. Heilige Kunst. Coming from the highest aspect of yourself, that means space, that means awareness, that means warmth. These three quality is the highest aspect of yourself. The expression of art or whatever it is, it has these three quality because they came from these three places. So if they came from these places, then that's your highest expression, that's because that's highest place, it's expression of that, and what you have expressed is highest expression, because anybody who sees it, they'll feel the space, they will feel the sacred space in that piece. Anybody who sees it, they will see the light and the connection in that piece, and they will feel that warmth, and they will feel your warmth in that piece. Is a music, is a poetry, is the art, whatever it is. So that's highest expectation. Because art always does not mean the highest aspect. I mean, here I'm talking secret in the highest aspect. Because it could be darkest aspect of yourself. So I'm here talking more in a sacred sense. So that's the purpose. Also die heilige Kunst, die eben aus dem höchsten Aspekt unserer selbst stammt, aus der Weite, dem Gewahrsein und der Wärme. Diese drei Qualitäten sind der höchste Aspekt unserer selbst oder das höchste in uns selber. Und alles, was daraus an Kreativität sich vollzieht, kommt aus diesen drei Orten. Alles, was wir erschaffen, stammt aus diesen drei Qualitäten der Weite, des Gewahrseins und der Wärme. Das heißt, dieser höchste Aspekt unserer Selbst führt automatisch zu unserer höchsten Art von Ausdruck oder dass wir das Höchste unserer Selbst auch ausdrücken und sich entfalten lassen. Und in diesem, was wir ausgedrückt haben, in unserer Kreation, spiegelt sich und wird spürbar für diejenigen, die damit in Kontakt kommen, diese heilige Weite und der Frieden. Und wenn sie diese heilige Weite und den Frieden spüren in dem Ausdruck dessen, was wir schaffen, dann wird für sie auch das Licht spürbar und sie werden die Wärme darin spüren können. Egal, ob es Musik ist, ob es Dichtkunst ist, was auch immer an Kunst es ist. Wir sprechen hier über die heilige Kunst mit dem höchsten Aspekt. Kunst kann auch sich entwickeln aus unserem dunkelsten Aspekt heraus, aber darüber sprechen wir nicht. Hier ist der Zweck der Erschaffung von Kreationen aus unserem höchsten Aspekt heraus. So, I just want to clarify one thing. When I say, also, like when somebody expresses the darkest aspect of their self,
If the darkest expression is accompanied by awareness, hosted in that space, in that warmth, then that expression could be also sacred art, even if it looks very dark. But the darkest expression, when it's purely a dark, came from dark place, process is dark, outcome is dark, and it has a very destructive quality in that piece of art or creation, then it's a purely dark. There's nothing sacred about that piece or the person, because it did not came from the right place, did not come with the right way, and outcome will not have the right thing also, because it's again, so it's not the sacred. That's not the sacred art. Okay? Um das nochmal ganz klar zu machen, auch ein Ausdruck sozusagen von dunklen oder dunkelsten Aspekten gar, kann heilige Kunst sein, wenn dieser Ausdruck dieser dunkelsten Aspekte entsteht oder erschaffen wird mit Gewahrsein, mit einem Empfinden von Weite und mit der Wärme. Dann ist dieser Ausdruck der dunkelsten Aspekte heilige Kunst. Worüber wir sprechen, wenn ich sage, sagt Rinpoche eben, dass es aus den dunkelsten Aspekten genährt wird, dann bedeutet das, dass der Ausdruck selbst dessen, was wir ausdrücken wollen, aus diesem tiefsten, dunkelsten Aspekt unserer Selbst stammt, dass er überhaupt nicht mit Gewahrsein einhergeht, nicht mit Weite, nicht mit Licht einhergeht und deswegen auch einen entsprechend düsteren Ausdruck im Außen entfaltet und auch andere auf diese düstere Weise beeinflusst oder andere in diese Düsternis hineinzieht. Und das ist dann kein Stück der heiligen Kunst, und auch die Person selber übt sozusagen keine heilige Kunst aus. So let's do a short practice. Wir machen eine kleine Übung. I've got a little short practice. It's just more like a reflection. Ganz kleine Übung, mehr wie eine Reflexion. Personal reflection of the moment of our life. Und wir reflektieren einfach über den Moment unseres Seins jetzt. And we wanted to reflect close to more thinking about living fully. Und richten unsere Empfindungen darauf, auf diesen Wunsch, in Fülle zu leben und vollständig zu leben. By being aware of how limited way we live, und dadurch, dass wir uns dessen gewahr werden, eben auch, wie begrenzt wir eigentlich and leben. How much potentiality is there, we're able to see that with the new eyes. Und wie viel Potenzial tatsächlich vorhanden ist, aber was wir mit unseren neuen Augen sehen. So, sacred art is about you. Perception of you, dimension of you, experiences of you, expressions of you. Und das heißt, in der heiligen Kunst geht es um uns selber, um unsere Wahrnehmung, um unsere Erlebnisse, Erfahrungen, um unseren Ausdruck und um das, wie wir leben. Then eventually it is what you create, what you leave behind. Und das wird zu dem, was wir kreieren, erschaffen, was wir auch hinterlassen. And its effect, its consequences, either in your life or in the society. Und es hat eine Wirkung in unserem Leben oder auch in der Gesellschaft.